Ich begrüße euch zur neuen Folge The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir sind hier irgendwo und ich habe sau lange nicht mehr aufgenommen. Die letzten Folgen, die ihr gesehen habt, waren alles irgendwie vorproduzierte Folgen. Und jetzt nehme ich wieder mal auf, weil ich momentan gerade voll im Stress. Schule, bla, Prüfung, bla, 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 bla. Und ja, deswegen habe ich mir Zeit gefunden, hier wunderschön Twilight Princess zu spielen. Und ja, wir waren irgendwie am Hylia-See und sind jetzt hier irgendwo und irgendwas. Und ja, deswegen würde ich sagen, guck mal hier, das war falsch, das wollte ich nicht. Sondern das wollte ich, genau das wollte ich. Hi, wer bist du denn? Ich will gern mit dir reden. Was in aller Welt macht diese Zoras eigentlich? Der Fluss ist völlig ausgetrocknet. Was kann da nur passiert sein? So kann ich ja wohl nicht arbeiten. Ja. Ist es kalt? Ach, wenn es doch nur etwas wärmer würde. Wärmer wünschst du es dir, okay. Das Herz ist da hochgeflogen, alles klar. Wo sind wir hier eigentlich? Kanuverleih. Aha, okay. Ah, da war irgendwas. Irgendwie. Ich erinnere mich. So, wir wühlen mal hier so ein bisschen. Gucken, was da so Schönes rauskommt. Bisher nur Herzen, okay. Ja, ja, genau. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir uns hier erstmal um. Ah, da oben ist, habt ihr gesehen, da war so ein Stein zum Heulen. Da komme ich da rüber. Irgendwie. Oder so. Ja, nicht so. Aber jetzt bin ich mal hier unten. Sehr schön. Okay, da ist eine Bombe. Das müssen wir uns merken. Ist hier Eis? Ist das Eis? Das ist Eis, oder? Das ist Eis. Das ist doch Eis. Okay, alles klar. Ja, like OOT oder was? Der Sora-Fluss ist vereist. oder, also wie in der Zukunft halt, oder was muss ich mir ja vorstellen gerade? Oh Gott, kommt jetzt hier ein Kampf? Oder was ist hier los? Zora-Höhle. Die ist ja echt vereist. Vereist. Durch die Einflüsse der Schattenwelt scheinbar. Oh Mann, was denn hier oder was hier passiert? Hab gerade gedacht, ist es kalt hier. Und da ist doch tatsächlich alles zugefroren. Hier müssten doch eigentlich die Zoras wohnen, oder? Aber man sieht ja gar keine von ihnen. Na los, sehen wir uns zumindest mal um. Suchen wir die Tesoras. Ja, das wäre... Das ist die falsche Richtung, Link. Das wäre eine gute Sache. Guck mal, da sind Fledermäuse. Hi. Na, was geht's? Nicht viel, glaube ich, oder? Komm. Ha! Sehr schön. Und sie droppt nur ein Herz. Machen wir mal die Kristalle kaputt. Oder diese Eistapfen. Das sind ja keine richtigen Kristalle eigentlich. Wenn man es mal so sieht. Oh, ein schöner grüner Rubin. Das war doof. Na komm her. Oh komm, das war doch fast. Wo bist du? Ach egal, dann geh halt weg. Das ist mir doch egal. Ist hier, ja genau, ich wollte gerade sagen, ist hier mit einer gefragt. Von hier aus können wir nach oben. Probieren wir es. Ja. Und oben, sehr schön. Was gibt's hier Wundervolles? Ich bin gespannt. Kam da gerade ein Gegner irgendwie? Egal. Das sah so aus, als ob hier irgendwas. Ich bin doof, tut mir leid. Ich sehe deinen. Ja, egal. Hi. Ich kann mich wundervoll ausdrücken. Wie ihr merkt. Und das war ein tiefer Sturz. Jetzt ist so eine Fledermaus schon mal ganz lecker. Die mein Herz droppt vielleicht. Wahrscheinlich. Hoffentlich. Traurig. Sie tat's nicht. Dann folgen wir wieder mal mit nah. Und kommen so da hoch. Und machen dies noch einmal. Gleich. So. Hier nochmal. Was da eigentlich gerade passiert ist, da... Lag das irgendwie in den Eistapfen? Wow, Link, geh hoch, Link, geh hoch. So. Sehr schön.
Wo sind wir denn jetzt? Hey, kommst du her? Jetzt sind wir hier weiter oben und können uns mal hier ein bisschen umgucken. Was haben wir denn hier Schönes? Da schon mal eine Bombenhöhle. Das muss ich mal alles irgendwie merken. Das kann ich mir aufschreiben. Ich habe ja hier irgendwo meine... Moment, ich will mal ganz kurz meine Twilight Princess Stichpunktliste suchen, wo ich mir aufgeschrieben habe, was alles zu 100% dazu zählt. Moment, Moment. Hab sie gefunden. So, da schreibe ich mal auf, dass einmal eine Bombe beim Hylia-Fluss da war, also beim Sura-Fluss, aber was auch immer es war. Moment. Oh, jetzt habe ich wieder so wenig Platz zum Schreiben. So, ich habe mir das einmal ganz schnell notiert. Perfekt, dass hier eine Bombe ist. Und auch, dass da... Moment, wo war die? Hier war die. Genau, hier. Und dass da eine Bombe bei dem Fluss da vorhin war. Wo wir waren. Unter Wasser. Das habe ich mir alles notiert und das holen wir irgendwann alles mal nach. Wenn wir dann den 100% nachjagen. Eventuell sind da irgendwelche wichtigen Dinge drin. Kann das sein? Also mit 100% meine ich nicht wirklich jede Truhe zu holen, aber wenn man schon mal sowas hier angeboten bekommt, dass da mal so eine Truhe rumsteht, dann nimmt man es gern mit. Alles, was halt irgendwie wichtig im Spiel ist. Oh, guck mal, hi. Meine Freunde. Das wollte ich nicht. Moment. So ging das genau. Und du noch, komm! Was? Warte mal. Ach, da hier ist eine Mauer dazwischen. Oh. Ach so. Dann kommen wir mit dir rüber. Mein Freund. Oder Moment, geht das so? Habe ich den drüben? Oh, das hat er es einfach so gemacht. Moment, oder ich mach's so. Ich besieg den hier vorher. Moment, so. Einmal ganz schnell. So. Bam. Und der jetzt ruft der, den er noch nicht wieder ins Leben, weil der andere noch lebt. Und besiegt die beiden ganz schnell. So, genau. So geht's ganz einfach. So geht's ganz einfach. Sehr schön. So. Und da haben wir hier auch ein Teleportationsportal. Teleportationsportal, okay. Geschaffen. Jetzt gibt's hier auch ein Portal. Dann können wir endlich warten. Wenn du mal frische Luft in der Lichtwelt schubern willst, sag's mir einfach, ich bring dich hin. Okay, das heißt, wir können sie auch weg warpen, oder was? Sehr schön. Ist hier der König gewesen? Mal. Hey, schau mal. Da unten, zieh das mal an. Ach, hier... Ah. Oh. Das ist uncool. Nicht, dass die alle irgendwie gefrieren. Tot sind dann am Ende. Hey, das sind doch die Soras, oder? Aber sieh das nur mal an. Was ist nur passiert? Und was meinst du? In diesem Zustand können wir dir doch nicht selbst überlassen, oder? Was meinst du? Sollen wir sie nicht wenigstens auftauen? Aber hier fällt mir nicht ein, wie wir das machen sollen. Vielleicht könnte ich ja besser nachdenken, wenn wir woanders wären. Es gibt jetzt auch ein Portal hier. Wir können also jederzeit zurück, wenn wir etwas finden, womit wir das Eis schmelzen können. Etwas finden, womit wir das Eis schmelzen können. Das hört sich jetzt für mich irgendwie an, dass wir zu den Geronen gehen müssen. Ich meine, die haben da einen Vulkan und da Lava und heiß und schmelzen und alles. Das wäre eine Möglichkeit, glaube ich. Also, nee, das war dumm. So. Nee, das war falsch. So, hier. So. Hier, Eldin irgendwie. Eldin-Brücke, Todesberg. Eventuell dahin. Ich habe keine Ahnung. Hier ist mein Kakariko. So. Eventuell da irgendwie. So. Zeug los. Bin ich jetzt weiterhin ein Wolf? Ich glaube ja, oder? Ja. Uncool. Irgendwie. Warte mal, wieso ist hier das Face von dem kleinen Kind drauf? Das macht keinen Sinn, egal. Kann ich ihn reinwühlen? Nö. Dann gehe ich mal hoch zum Todesberg, würde ich jetzt mal so sagen. Und wenn wir da nichts finden.
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das... Dieser Stein ist immer noch hier. Und anscheinend ist er immer noch ziemlich heiß. Einmal ganz schnell... zur Sora-Höhle warpen. Und die Geroden gucken so zu. Und gleich ist der Stein plötzlich weg. Und die denken sich so... Was? Wo ist der Stein hin? Der steht einfach da und macht nichts. So... Hä? WTF! Also ich würde mir so denken, wenn ich hier sehen würde, was geht denn da jetzt ab, hä? Mir fällt gerade auf, ich habe vergessen, meine Stoppuhr zu dingsen, das ist uncool. Ich guck einmal ganz schnell, wie lang der Part dann schon ist. 11 Minuten, das ist doch voll okay. Okay, okay, okay. Jetzt habe ich die Cutscene voll verpasst. Wahrscheinlich gab es gerade eine Cutscene. Ah, okay, sie läuft noch. Sehr schön. Alles schmilzt. Cool. Dann läuft ja das Wasser wieder nach. Ich frage mich auch, wieso das vereist war. Ob es irgendwie mit dem Schattenreich halt so zusammenhängt, was auch immer. Ja, scheinbar ja. Ich habe noch gar keine. Haben wir schon Schattenkäfer oder irgendwelche Dinger hießen gesucht? Wie gesagt, habe ich ewig nicht mehr aufgenommen. Unglaublich, wofür man so einen heißen Stein als verwenden kann. Findest du nicht auch? Also dann, den Soras ist es erst zu geholfen. Gehen wir! Schließlich ist das Eis gebrochen. Da dürfte da auch Wasser im Hylia-See sein. Also können wir auch zu diesem Lichtgeist, oder? Ah, okay. Dann kommt das Suchen jetzt. Warte bitte, wer auch mal sagt. Oh. Was bist du denn? Ich danke dir, dass du unser Volk und diese Quelle, die Hyrule mit Wasser versorgt, wieder zum Leben erweckt hast. Ich bin Lucida, was auch immer. Die Herrscherin dieser Sora-Höhle und die Königin unseres Volkes. Wir haben das nicht unbedingt gemacht, weil wir euch so helfen wollten oder so. Unsere Höhle wurde von Wesen der Finsternis überfallen und ich wurde als Warnung für unser Volk von ihnen hingerichtet. Du, der die Gestalt eines stolzen Tieres angenommen hast, ich habe eine Bitte an dich. Als wir überfallen wurden, bat ich meinen Sohn Rhalis nach Schloss Hyrule zu gehen und Prinzessin Zelda zu unterrichten. Nun fürchte ich, er schwebt in großer Gefahr. Dass diese Furcht nicht unbegründet ist, fühle ich einfach. Ich spüre ihn immer weniger. Und nun habe ich noch nicht einmal mehr ein Leben, das ich für ihn opfern könnte. Ich bitte dich, stolzer Held, Held in Gestalt eines Tieres, du musst Prinz Rhalis helfen. Wenn du das tust, werde ich dir die Gabe des Wassers verleihen. Damit erlangst du die Fähigkeit, dich wie Soras unter Wasser frei zu bewegen. Bitte, hilf meinem Sohn. Wie gesagt, wenn du ihm hilfst, erlangst du die Fähigkeit, wie ein Sora im Wasser zu tauchen. Was tun also, großer Held? In der Gestalt einer Bestie kannst du dem Prinzen doch nicht unter die Augen treten. Vielleicht solltest du ja davor noch dieses Land für die Welt des Lichts zurückerobern. Ja, dann würde ich sagen, auf zum Lichtgeist, oder was? Das wäre zumindest eine logische Schlussfolgerung irgendwie. Ja. Oh, guck mal, es regnet. Wunderschön. Oh, meine Katze miaut mal wieder. Das ist auch, wie gesagt, wie ich in Let's Play schon mal gesagt habe, jetzt wird das langsam zum Running Gag, dass die Katze immer mal wieder miaut. Ach ja. Das Wasser hat so schnell angefangen zu fließen und jetzt wird der Strom anscheinend noch stärker. Das fließt jetzt bis zum Hylia-See. Warum lässt du dich nicht einfach mit der Strömung treiben? Hey, das ist eine gute Idee. Wee! Da unten war auch ein Ding. Oder war es hier? Egal. Wir wissen, dass hier überall noch irgendwelche Bomben und sowas sind. Also Bombenstellen für Stein und... Ja. So. Hi.
Hylia-See. Oh, guck mal, da oben ist ein Fanghakenpunkt. Das war gerade ein kleiner Spoiler, dass es dieses Item auch gibt. Na, auch schon wach? Ja, wie du siehst, ja. Sieh dich ruhig um. Ich habe dir doch gleich gesagt, dass uns der Strom bis zum Hylia-See bringen wird. Und es sieht so aus, als wären wir direkt vor der Höhle des Lichtgeistes. Also lass uns gehen. Wir haben schließlich nicht den ganzen Tag lang Zeit. Ja, ist doch gut. Ist alles gut. Wir gucken da jetzt mal hin, sagen Hallo zum Lichtgeist und da gibt uns die Aufgabe, den Käfer zu finden und gut ist. Ja, spring rein. Wieso nicht, Link? Spring einfach rein. Warum? Eine Truhe? Ja, eine Truhe. Sehr schön. Kann ich ja merken für später irgendwann. Jetzt kannst du bitte wieder... Dankeschön, Link. Das ist wundervoll von dir. Oh, guck mal, Rubine. Sehr schön. So, dann diesmal nicht rein springen. Wow, die Kamera. Wow, die Kamera. Wow, die Kamera. Das ist nicht schön. Wieso sehen wir den eigentlich nicht, wenn es so dunkel ist? Das macht keinen Sinn. Egal. Ich bin der Letzte der von den Schatten umfangenen Lichtgeister. Von den Göttinnen auserwählter Held. Du hast es bis hierher geschafft. Mein Licht, das mir die Wesen der Finsternis geraubt haben, fülle in diesen... Okay, dann red halt nicht fertig. Wieso nicht? Wieso auch schon? Die Schattenkäfer haben ein zerstreutes Licht. Aber wie du weißt, sind in den Schatten die Schattenkäfer ebenso wie die Menschen unsichtbar. Finde mein Licht und beseitige die letzten Schatten in Hyrule. So, dann will ich einmal noch ganz kurz gucken, wie lange der Part jetzt wieder ist. Für den nächsten Part... Ja, genau. Für den nächsten Part stelle ich mir eine Stoppuhr. Tut mir leid, habe ich diesen vergessen. Oh, 17 Minuten, das passt doch voll und ganz. Dann würde ich sagen, im nächsten Part von The Legend of Zelda Twilight Princess gucken wir uns hier am wundervollen Hylia-See um. Und das wollte ich nicht. Gucken mal, was da so abgeht und wo die Schattenkäfer und Lichtkäfer und was weiß ich denn noch für Käfer sind. Und... Ja, dann war es das für diesen Part. Da haben wir auch gleich mal einen kleinen Teaser bekommen. Und der bewegt sich. Bis dann, ciao. Euer Vibro. Tschüss.